ob getarnte Kriegsberichte, vertrauliche Liebesbotschaften oder verbotenes Wissen. Seit jeher versuchen wir, Geheimes zu verschlüsseln. Die meisten dieser Geheimcodes konnten inzwischen geknackt werden. Doch ein Buch sticht aus allen historischen Geheimschriften hervor. Es verweigert sich seit Jahrhunderten unserem Verständnis. Das Voynich-Manuskript. Es ist das mysteriöseste Buch der Welt. Verfasst von einem unbekannten Autor in einer völlig einzigartigen Schrift. Illustriert mit rätselhaften Darstellungen. Welches Geheimnis ist zwischen diesen Zeilen verborgen? Ein Forscher will jetzt dieses Rätsel lösen. Zu diesem Zweck wird das Voynich-Manuskript erstmals mit materialwissenschaftlichen Methoden untersucht. In den Tinten, Farben und Pergamenten liegt der Schlüssel zum Voynich-Rätsel. Die Zentrale des Nachrichtendienstes der US-Armee. Diesen Männern und Frauen gelingt es im Zweiten Weltkrieg, den japanischen Purple Code zu entschlüsseln. Der Direktor des Nachrichtendienstes William Frederick Friedman ist einer der besten Kryptographen seiner Zeit. Als Fingerübung zwischendurch knacken Friedman und seine Leute historische Geheimschriften. Eine nach der anderen wird entschlüsselt. Doch ein Schriftstück widersetzt sich hartnäckig allen Entschlüsselungsversuchen. Das Voynich-Manuskript. Entnervt geben die Kryptographen auf. Es ist die einzige Geheimschrift, an der sie scheitern. Das Rätsel rund um die 200-seitige Handschrift voll unerklärlicher Zeichen hatte schon einige Jahrzehnte zuvor begonnen. Anfang des 20. Jahrhunderts besuchte ein Antiquar aus New York auf der Suche nach wertvollen Büchern die Villa Mondragone bei Rom. Der Name des Buchhändlers aus Amerika war Wilfried Voynich. In der Villa Mondragone lagerten viele historische Schriften aus dem Bestand einer Jesuitenschule. Eine der Truhen, die Wilfried Voynich inspizieren konnte, stammte aus dem Nachlass eines der berühmtesten Gelehrten des 17. Jahrhunderts, Athanasius Kircher. In der Truhe befand sich neben weiteren Handschriften ein außergewöhnliches Manuskript. Voynich kaufte das Manuskript und beschäftigte sich den Rest seines Lebens mit dessen Entschlüsselung. Er starb, ohne das Rätsel auch nur ansatzweise gelöst zu haben. Nach Voynichs Tod gelangte der Band in die Sammlung der Beinecke Rare Book and Manuscript Library an der Universität Yale. Heute ist es wahrscheinlich das berühmteste Stück der an bibliophilen Kostbarkeiten reichen Sammlung. René Sandbergen ist einer der führenden Experten für das Voynich-Manuskript. Er beschäftigt sich schon seit Jahren mit der geheimnisvollen Handschrift. Good afternoon. Good afternoon. Can I help? I've come to see the Voynich-Manuskript. Hey, what you for? Aha. Als ich zum ersten Mal eine Seite des Voynich-Manuskriptes sah, habe ich gleich gemeint, das kann ich lesen. Das sieht gar nicht so schwierig aus. Aber nach einigen Jahren stellte sich heraus, dass das komplett falsch war. Ich konnte das nicht lesen, wie so viele Leute von mir auch nicht.
Die wertvolle Handschrift lagert an einem speziell gesicherten Ort in der Beinecke Library. Jetzt kann René Sandbergen erstmals das Original in Augenschein nehmen. Das ist das Erstaunliche. Da hat jemand vor wahrscheinlich hunderte von Jahren etwas aufgeschrieben, was wir heute mit der modernen Technologie immer noch nicht entziffern können. Auf mehr als 200 Seiten Pergament entfaltet sich ein Universum aus Millionen zeichnerischen Details und etwa 170.000 Schriftzeichen. That's beautiful. Yes. Could you show a few more pages? In diesem undurchschaubaren Gewirr von Symbolen können sich Forscher leicht verlieren. Und das andere Erstaunliche an dieser Handschrift ist, dass es so viele Interpretationen zulässt. Man kann darin sehen, was man möchte. Man kann jede beliebige Theorie aufbauen und Beweise in dieser Handschrift finden, dass diese Theorie die richtige sein könnte. Aber in Wirklichkeit hat sich noch keine Theorie als die richtige herausgestellt. Auf den zweiten Blick erscheint das Manuskript etwas weniger verwirrend. Die Art der Zeichnungen gliedert das Buch in verschiedene Abschnitte. Chefrestauratorin Paula Zayats hat viele Stunden mit dem mysteriösen Manuskript verbracht. Wir können den Text nicht lesen, aber vielleicht verraten die Illustrationen, worum es in dem Buch geht. Es besteht ja offenbar aus mehreren Teilen. Der überwiegende Teil dieses Buchs handelt offenbar von Botanik und Kräuterkunde. Es ist ganz offensichtlich ein Buch über diese Pflanzen. Es zeigt die Wurzeln, die Blätter, die Blüten. Manche der Zeichnungen scheinen sich sogar an realen Vorbildern zu orientieren. Wahrscheinlich handelt das Buch davon, wo man diese Pflanzen findet, wie sie wachsen und wofür man sie verwenden kann. Medizin beruhte lange auf Kräuterkunde. Ein weiterer wichtiger Teil der Medizin kommt ebenfalls im Buch vor. Sternbilder und Tierkreiszeichen. Es sind viele Seiten mit diesen astrologischen Darstellungen, sehr detailliert und eigentümlich. Aber natürlich wissen wir nicht, was sie bedeuten. Doch auch hier ergeben sich zum Teil verblüffende Ähnlichkeiten mit Formen aus der Natur. Auf einigen Seiten des Buches verbergen sich überdies optische Phänomene. In Drehung versetzt beginnen diese Darstellungen zum Leben zu erwachen. Was hat diese Kombination aus Pflanzen und Sternbildern zu bedeuten? Wenn man im Mittelalter mit Heilkräutern behandelt wurde, musste man auch sein Horoskop kennen. Und dann gibt es auf den hinteren Seiten noch diese Frauen in Becken mit grünem Wasser. Diese Badeszenen sind besonders mysteriös. Könnten sie ein Hinweis darauf sein, dass das Manuskript Rezepte für Badekuren, vielleicht gar das Geheimnis des Jungbrunnens, enthalten soll? Die anderen Darstellungen würden dazu passen. Danach kommt ein Abschnitt, der wie eine Rezeptsammlung aussieht. Es erinnert an eine Anleitung, wie man die Heilkräuter auf den Seiten zuvor zubereitet und vermischt. Ohne genaueres darüber zu wissen, würde ich sagen, es sieht aus wie ein medizinisches Kräuterbuch. Hat hier ein genialer Medikus sein Wissen um neu entdeckte Pflanzenarzneien vor der Konkurrenz verborgen? Oder vor der Heiligen Inquisition, die neues Wissen oft gnadenlos verfolgte? Die erste Spur zu diesem geheimnisvollen Autor entdeckte der Buchhändler Wilfried Voynich selbst.
Er wollte gerade Reprographien des Originals anfertigen, als durch ein Missgeschick etwas Verborgenes sichtbar wurde. Auf der ersten Seite erschien ein Schriftzug. Die Stelle war im Pergament ausgekratzt worden. Unter ultraviolettem Licht werden solche Schriftteile wieder sichtbar. Der Schriftzug entpuppt sich als Name. Jakobus A. Tepenitz. Jakobus de Tepenec. De Tepenec wirkte zu Beginn des 17. Jahrhunderts als reisender Arzt und Heilpflanzenkundiger. Seine Mixturen waren weithin bekannt. Im Jahr 1608 wurde er an den Hof des Kaisers Rudolf II. Nach Prag gerufen. Der Kaiser litt immer wieder an Zuständen von Weltschmerz und Melancholie. Tepenecs berühmte Kräuterauszüge sollten das Leid des Monarchen endlich lindern. Tepenec experimentierte mit der Zucht von Heilkräutern, aus denen er Destillate herstellte. Ein solches hochprozentiges Remedium scheint auch Rudolf wohl bekommen zu sein. Zum Dank erhob er Tepenec in den Adelstand. Aber wieso sollte ein Arzt seine Rezepturen verschlüsseln? Gruppen, die als Heiler praktizierten, konnten leicht mit der Kirche und der Obrigkeit in Konflikt kommen. Kevin Rapp ist Kurator der Handschriftensammlung der Beinecke Library. Die Alchemie war in der Neuzeit eng mit der Entwicklung der Wissenschaft verbunden. Alchemie galt aber als Geheimwissenschaft und die Information in den entsprechenden Texten galt als streng geheim. Ist Jakobus de Tepenec der Urheber der geheimnisvollsten Handschrift der Welt? In der Darstellung der Pflanzen fällt etwas auf. Die meisten haben kaum Ähnlichkeit mit realen Gewächsen in der Natur. Details sind unnatürlich vergrößert. Blätter und Wurzeln erinnern an Formen aus der menschlichen Anatomie oder an abstrakte Symbole. Sie scheinen weniger botanisches Anschauungsmaterial als vielmehr Allegorien zu sein. Diese Art der Pflanzendarstellung ist sehr alt und reicht bis tief ins Mittelalter zurück. In der mittelalterlichen Tradition wurden Pflanzen nicht naturalistisch dargestellt, sondern im Hinblick auf die Kräfte, die diese Pflanzen besaßen. Dieser Stil der Pflanzendarstellungen passt so gar nicht in die Zeit von Tepenec. Im frühen 17. Jahrhundert wurden Pflanzen bereits viel realistischer abgebildet. Ein Buch, das im 16. oder 17. Jahrhundert entstanden ist, würde eher wie dieser Band aus 1562 aussehen. Man sieht deutlich, dass viel mehr Wert auf Präzision gelegt wurde. Man kann diese Pflanzen identifizieren. Solche historischen Zusammenhänge waren Jakobus de Tepenec noch nicht bekannt. Er hätte nur im Stil seiner Zeit arbeiten können. Als Autor des Voynich-Manuskripts kommt er also nicht in Frage. Auch wenn sein Name auf der ersten Seite der Handschrift aufscheint. Fast identische Signaturen finden sich auch in anderen Büchern aus seinem Nachlass. Das Voynich-Manuskript befand sich sicher zu einem bestimmten Zeitpunkt in seinem Besitz. Die Entstehung der Handschrift muss aber weiter zurückliegen.
Einen entscheidenden Hinweis darauf gibt ein Brief, der gemeinsam mit dem Manuskript gefunden wurde. Dies ist ein ganz wichtiger Brief. Er datiert aus 1665 und ist vom böhmischen Arzt Johannes Markus Marzi. Er schreibt an seinen Freund Athanasius Kirche in Rom, ein Universalgelehrter und von dem man glaubte, er versteht alle Sprachen in der Welt. Marzi bittet ihn, das Buch zu übersetzen. Zusätzlich schreibt Marzi, dass dieses Manuskript damals vom römischen Kaiser Rudolf II. Gekauft wurde für die Summe von 600 Dukaten. Kaiser Rudolf II. War ein bekannter Förderer der Wissenschaften. Zu seiner Zeit existierte aber noch keine Unterscheidung zwischen Naturwissenschaften und Magie. Rudolf besaß eine riesige Sammlung aus okkulten Büchern, schwarzkünstlerischen Utensilien und magischen Objekten. Auch das wertvolle Voynich-Manuskript gehörte dazu. Rudolf gab gigantische Summen für seine Sammlung aus. Nach seinem Tod hinterließ der Kaiser dementsprechende Schulden. Offenbar auch bei Jakobus de Tepenetsch. Er muss sich an der Bibliothek des Kaisers schadlos gehalten haben. So gelangte das Voynich-Manuskript wahrscheinlich in seinen Besitz. Der Brief an den Universalgelehrten Athanasius Kircher enthält aber noch einen weiteren Hinweis auf die Herkunft des Manuskripts. Der Absender nennt sogar den Autor Rogerium Baconem, der Nachwelt besser bekannt als Roger Bacon. Roger Bacon war ein berühmter englischer Geistlicher und Gelehrter aus dem 13. Jahrhundert mit dem Beinamen Dr. Mirabilis, Doktor Wundersam. Bacons Erkenntnisse überstiegen den Horizont seiner Zeitgenossen bei weitem. Sein Forscherdrang brachte ihn ständig in Konflikt mit der Kirche. Er saß sogar mehrmals im Gefängnis. Roger Bacon befasste sich als einer der ersten in Europa mit optischen Phänomenen. Er erklärte, wie ein Regenbogen entsteht. Außerdem experimentierte er mit Reflexion und Lichtbrechung. Bacon arbeitete auch mit Vergrößerungslinsen. Im astrologischen Abschnitt des Voynich-Manuskripts finden sich zahlreiche Zeichnungen, die den Formen ähneln, die sich erst beim Blick durch ein Mikroskop zeigen. Sind hier die ersten Einsichten in eine bis dahin verborgene Welt festgehalten? Das würde auch die Verschlüsselung erklären. Bacon musste fürchten, wegen seiner Entdeckungen als Ketzer verfolgt zu werden. Bacon experimentierte mit Brillen zur Korrektur von Fehlsichtigkeit. Waren seine Linsen auch zu stärkerer Vergrößerung fähig? Richard Santa Coloma hat sich besonders mit den optischen Phänomenen beschäftigt, die in dem Manuskript vorkommen. Zur Zeit von Roger Bacon existierten keine Mikroskope, die eine derart detaillierte Beobachtung ermöglichten, wie sie im Voynich-Manuskript zu sehen ist.
Erst im frühen 17. Jahrhundert entwickelte Cornelis Drebbel ein Mikroskop mit zwei Sammellinsen, mit dem man die Dinge sehen konnte, die in diesen Bildern dargestellt scheinen. Ist es ein wissenschaftliches Notizbuch? Zuerst dachte ich auch, es könnte ein Skizzenbuch mit mikroskopischen Beobachtungen von Cornelis Drebbel sein. Aber mit der Zeit erschien mir das Voynich-Manuskript eher als Fantasiedokument. Es enthält zu viele Fantasieelemente. Tatsächlich scheinen die meisten Darstellungen von den Bedingungen der Realität entkoppelt. Spiegeln sie die Sehnsucht nach einem fantastischen Ort wider, den man im frühen 17. Jahrhundert tief in der Vergangenheit zu entdecken hoffte? Zu der Zeit, als Cornelis Drebbel in London war, herrschte ein großes Interesse an der Vorstellung von einem alten Buch, das mit geheimnisvollem Wissen gefüllt war. Wenn jemand auf die Idee gekommen wäre, ein Buch wie das Voynich-Manuskript herzustellen, hätte ihm das viel Prestige und auch viel Geld eingebracht. Vielleicht ist das Voynich-Manuskript also ein reines Dekorationsobjekt, das den Eindruck einer uralten, geheimnisvollen Schrift perfekt vermittelt. Der Blick durch das Mikroskop kann auch heute noch neue Perspektiven eröffnen. Bei der Untersuchung des Manuskripts fällt Paula Zayats nicht nur die perfekte handwerkliche Ausführung der Illustrationen und Schriftzeichen auf. Die Oberfläche des Pergaments ist ganz glatt. Ich erkenne keinerlei Abrieb oder Korrekturen. Das bedeutet, mehr als 200 Seiten Text sind ohne jeden Fehler geschrieben worden. Eine fast übermenschliche Leistung. Das lässt einen Verdacht aufkommen. Alles, was wir über den Fund des Manuskripts wissen, stammt von Wilfried Voynich selbst. Konnte der erfolgreiche Buchhändler der Versuchung nicht widerstehen, ein solches einzigartiges, extrem wertvolles Buch selbst herzustellen? Voynich wurde bereits von mehreren Seiten der Fälschung verdächtigt. Jetzt könnte er mit den Mitteln der modernen Materialwissenschaft überführt werden. Der Mikroskopie-Spezialist Joseph Barabi wird das Manuskript untersuchen. Er und sein Team haben schon zahlreiche Fälscher entlarvt. Wie stellt man fest, ob ein altes Manuskript authentisch oder eine Fälschung ist? Welche Hinweise würden da weiterhelfen? Wir müssen es genau untersuchen, um festzustellen, ob das Objekt mit den Mitteln seiner Zeit hergestellt wurde. Entscheidend sind dabei die Materialien. Joseph Barabi sieht das Buch durch, um möglichst repräsentative Stellen für die Entnahme der Proben zu finden. Durch das Mikroskop betrachtet, zeigt das Manuskript seine bisher verborgenen Schönheiten. In der fantastischen Mikrowelt verbirgt sich der Beweis, ob das Manuskript eine Fälschung ist oder nicht. Ich werde eine Reihe kleiner Proben nehmen, um sie zu analysieren. Dazu verwenden wir einerseits Lichtmikroskopie, um das Material genauer zu untersuchen. Außerdem analysieren wir, aus welchen Elementen die Farbpartikel bestehen. Die chemische Zusammensetzung zeigt sich bei der Untersuchung mit spektrographischen und kristallographischen Methoden. So bekommen wir eine Vorstellung von den verwendeten Materialien und davon, wie das fragliche Objekt entstanden ist. Denn dabei machen die meisten Fälscher ganz dumme Fehler. Genau diesen Fehlern ist Joseph Barabi auf der Spur. Er nimmt Proben von den Farben und der Tinte an mehreren Stellen des Manuskripts. Noch nie zuvor wurde die mysteriöse Handschrift auf diese Weise untersucht. Nur durch diese Art der materialwissenschaftlichen Analyse können Fälschungen zweifelsfrei entlarvt werden.
Die Ergebnisse zeigen, dass als Tinte eine Eisengallustinte verwendet wurde. Sie stammt aus verschiedenen Zubereitungen, was man an den unterschiedlichen Zusammensetzungen erkennt. Das Blau besteht aus gemahlenem Azurit, einem prächtigen Mineralpigment. Das Rot und das Braun sind eisenhaltige Erdfarben, Ocker mit Hämatit, herrliches Material. Die Materialien, aus denen der Text und die Zeichnungen dieses Dokuments bestehen, würden ins 15. oder 16. Jahrhundert passen. Und was noch wichtiger ist, keines der Materialien würde eine Fälschung aus dem 19. oder 20. Jahrhundert vermuten lassen. Die Farben und Tinten verraten, das Wollnitsch-Manuskript ist authentisch. Um eine Leuchtkraft wie in diesem Buch zu erzielen, musste die Farbe mit größter Sorgfalt aufgetragen werden. In der Herstellung wäre ein solches Buch sehr aufwendig gewesen, meint Paula Zayats, die Konservatorin der Beinecke Library. Dieses Buch war sicherlich kostspielig. Die Farbpigmente, besonders die mineralischen Pigmente, sind von sehr guter Qualität. Das erkennt man schon daran, dass wir sie heute noch klar und deutlich sehen können. Je größer ein Pergamentstück war, umso teurer war es. Dieses Buch enthält eine Reihe von ausklappbaren Seiten, auch ein mehrfach gefaltetes Blatt, was sehr ungewöhnlich ist. Pergament in dieser Größe muss aus der Mitte einer Tierhaut geschnitten werden und ist entsprechend teuer. Der Urheber musste genügend Mittel besitzen, um diese Menge von hochqualitativen Pergamentstücken und Farbpigmenten zu bezahlen. Dazu kommt noch die Arbeitszeit. So etwas herzustellen kann Jahre gedauert haben. Offenbar investierte der unbekannte Autor Jahre seines Lebens in ein Buch, dessen Herstellung ein Vermögen verschlang. Was hier festgehalten ist, muss für ihn von höchster Wichtigkeit gewesen sein. So wichtig, dass es verschlüsselt werden musste. Welche Möglichkeiten der Chiffrierung hätte der Autor gehabt? Gerhard Strasser ist Experte für historische Verschlüsselungen. Ja, man kann sagen, im ganzen Mittelalter war auf jeden Fall beliebt und bekannt der De Caesar, also eine Verschiebechiffre, in der Julius Caesar ursprünglich verwendet, ein Alphabet um 4 Stellen nach rechts sozusagen verschoben wird. Aus dem A wird ein D, aus dem B ein E, aus dem C ein F. Die Methode war leicht zu verschlüsseln, genauso leicht aber auch zu knacken und zu entschlüsseln. Die Caesar-Verschlüsselung ist die einfachste Form der Chiffrierung. Man musste nur wissen, um wie viele Stellen das Alphabet verschoben war. Um diesen Code zu knacken, brauchte es im schlimmsten Fall 25 Versuche. Sicher war sie bestimmt nicht. Deswegen schon um 1330 am päpstlichen Hof der Versuch, der erste Versuch, eine Art Codebuch zu schaffen, in dem man wichtige strategische Wörter wie Papst, Papa oder Kirche, Ecclesia oder Rex, der König, mit einzelnen Buchstaben belegte. Der Empfänger einer solchen Nachricht musste ein Verzeichnis mit den Codewörtern besitzen, um den Text zu entziffern. Bei dieser Methode entstehen schnell sehr lange Verzeichnislisten, die schwer aktuell zu halten sind. Außerdem stellt die sichere Weitergabe solcher Listen ein Problem dar. Die Chiffrierscheibe war einfacher zu handhaben und effizienter. Durch mehrere drehbare Buchstabenringe waren komplexere Verschlüsselungen möglich. Das Verschlüsselungsquadrat war eine Weiterentwicklung aus dem späten 16. Jahrhundert. Aber all diese Methoden sind für heutige Begriffe eher simpel. Stellen uns alte Chiffriermethoden noch vor Rätsel oder können die heutzutage alle einfach gelöst werden? Wir haben heute mit verfeinerten Frequenzanalysen und mit computergestützter Dechiffriermethode die Möglichkeit, Texte aus der Zeit bis zum 17., 18. Jahrhundert
ohne weiteres zu lösen. Wir brauchen dazu eine kritische Masse. 30 Buchstaben würden nicht genügen. Aber wenn wir das haben, lässt sich vorausgesetzt, dass der Klartext vernünftig war und einen Sinn ergibt, lässt sich jederzeit ein solcher Klartext auch wieder entschlüsseln. Aber handelt es sich bei diesen Zeichen überhaupt um einen Text? Um das herauszufinden, wurden alle 170.000 Zeichen des Manuskripts elektronisch erfasst. Häufigkeit und Wiederholfrequenz der Buchstaben und Wortgruppen können so mit Strukturen von bekannten Sprachen verglichen werden. Liegt dem Voynich-Text eine Sprache zugrunde, sollten Übereinstimmungen mit bekannten Sprachmustern existieren. Das Ergebnis, es tauchen zwar bestimmte Zeichen häufiger auf als andere, vergleichbar mit Selbstlauten in europäischen Sprachen. Allerdings entsprechen die meisten Elemente des Voynich-Textes nicht den bekannten linguistischen Merkmalen einer Sprache. Sogar wenn wir ihr mit allen technischen Möglichkeiten zu Leibe rücken, verweigert sich die mysteriöse Handschrift unserem Verständnis. Sie bleibt unentschlüsselbar. Der Sprachwissenschaftler Gordon Ruck glaubt dennoch, der Lösung auf der Spur zu sein und damit den Motiven des Autors. Der Umstand, dass der Text auch mit modernen Methoden noch nicht entschlüsselt ist, macht es sehr unwahrscheinlich, dass wir es mit einem Geheimcode zu tun haben. Das Voynich-Manuskript enthält also offenbar gar keine verschlüsselte Botschaft. Gordon Rucks Analyse zeigt aber, dass in der Anordnung dieser Zeichen etwas anderes erkennbar wird. Einige der Eigenschaften des Manuskripts sind sehr ungewöhnlich in Bezug auf menschliche Sprachen. Aber sie entsprechen genau dem, was man erwarten würde, wenn jemand etwas wie eine Sprache aussehen lassen wollte. Gordon Ruck vermutet, der unbekannte Autor wollte nur den Anschein erwecken, hinter dem Manuskript würde sich etwas Geheimnisvolles verbergen. Dazu könnte eine historische Verschlüsselungsmethode zweckentfremdet worden sein. Eine einfache Methode ist ein Cardan-Gitter, eine Tabelle mit Zeichen. Dabei verschlüsselt man mit einer Schablone, die in einem bestimmten Muster durchlöchert ist. Mit derselben Schablone kann man den verschlüsselten Text durch die Löcher auch wieder lesbar machen. Aber man kann diese Methode auch benutzen, um große Mengen von sinnlosem Text zu produzieren. Man legt die Schablone auf die Tabelle mit den Zeichen und schreibt die Buchstabenfolgen auf, die sich daraus ergeben. So kann man immer neue Wörter konstruieren, indem man die Schablone über die Tabelle bewegt. Mit dieser Methode erzeugt man Text sehr effizient und genauso schnell, wie man ihn aufschreiben kann. Das wäre eine Erklärung, weshalb die besten Kryptografen der Welt an der Entschlüsselung scheiterten. Doch wer sollte so etwas produzieren? Der dringendste Verdächtige dafür ist ein Abenteurer namens Edward Kelly. Edward Kelly stammte ursprünglich aus England. Als Gemeindeschreiber seiner Geburtsstadt wurde er wegen Urkundenfälschung entlassen. Angeblich soll ihm damals zur Strafe auch ein Ohr abgeschnitten worden sein. Diesen Makel kaschierte er zeitlebens mit Haartracht und Kopfbedeckungen. Kelly verließ England und bereiste gegen Ende des 16. Jahrhunderts die Städte Europas, wo er sich als Gelehrter ausgab. Er könnte vielfältige Motive gehabt haben, aber Geld ist sicher eines davon. Das Manuskript wurde von Kaiser Rudolf II. Für eine sehr hohe Summe gekauft. Wenn man also ein solches Manuskript schnell und effizient herstellte, hätte man einen großen Profit machen können. Rudolf II. Finanzierte zahlreiche Forscher, darunter auch Spinner, Blender und Betrüger. Kelly gab sich als Alchemist aus und bot dem Kaiser an, mit seinen Apparaturen Gold zu erzeugen.
Zum Nachweis dieser Fähigkeiten ließ Kaiser Rudolf Kellys Arbeitsutensilien überprüfen und den englischen Alchemisten in eine Kammer einschließen. Kelly konnte sich wohl ausrechnen, dass er beobachtet wurde. Bei seinen geheimnisvollen alchemistischen Experimenten entstand natürlich kein Gold. Musste es auch nicht, denn Kelly hatte vorsorglich einen kleinen Klumpen des Edelmetalls in die Kammer geschmuggelt. Der Kaiser war offenbar beeindruckt von der wundersamen Goldherstellung. Er nahm Kelly in seine Dienste auf. Es gibt aber auch andere Motive. Jemand könnte geglaubt haben, dass die Engel zu ihm sprachen und er ihre Worte festhalten sollte. Kelly hatte auch mit solchen Phänomenen einschlägige Erfahrungen. Für den ebenfalls aus England stammenden Mathematiker John Dee nahm er eine Zeit lang Kontakt mit den Engeln auf. Kelly hatte natürlich als einziger Kenntnis des Jargons, in dem sich die Engel zu äußern pflegten. So konnte er dem gebannten John Dee direkt in henochischer Sprache diktieren. Dazu verwendete Kelly spezielle Schriftzeichen, die er von einem magischen Tisch ablas. Die Engelsprache war natürlich eine reine Erfindung. Angeblich endete die Zusammenarbeit abrupt, als Kelly Dee weismachen wollte, die Engel hätten ihm diktiert, ihre Frauen zu tauschen. Kelly hatte die Mittel, das Motiv, die Gelegenheit und den Charakter für einen solchen Schwindel. Alles deutet auf Edward Kelly als Autor des Voynich-Manuskripts. Er hatte schon zuvor eine Fantasiesprache entwickelt. In Kaiser Rudolf II. Hatte er einen ebenso zahlungskräftigen wie gutgläubigen Abnehmer für geheimnisvolle Schriften und Formeln. Heute könnten wir den Betrüger aus dem 16. Jahrhundert erstmals überführen, mit modernen technischen Methoden. Greg Hodgins von der University of Arizona wird vom Original des Voynich-Manuskripts mehrere Proben entnehmen. Das Manuskript ist auf Tierhaut geschrieben. Dadurch ist sein Alter mit der Radiokarbon-Methode präzise bestimmbar. Da relativ große Stücke aus dem Material entnommen werden müssen, wurde diese Art der Analyse noch nie zuvor durchgeführt. Um die Treffsicherheit zu erhöhen, entnimmt Greg Hodgins Proben von 4 verschiedenen Seiten des Manuskripts. Einige Wochen später liegen die Ergebnisse vor und sie sind für alle überraschend. Das sind die 4 Messungen, die wir an den 4 Proben des Voynich-Manuskripts durchgeführt haben. Und man sieht, dass die Datierungen sehr eng beieinander liegen. Offensichtlich wurde es in einer relativ kurzen Zeitspanne geschaffen. Außerdem können wir das Manuskript dadurch wie ein Objekt behandeln, das 4-mal datiert wurde, was die Präzision der Messung erhöht. Ein gewichteter Mittelwert ergibt dann dieses Resultat. Mit 95%iger Sicherheit liegt das Alter des Voynich-Manuskripts zwischen 1404 und 1438. Dieses Ergebnis ist eine Sensation. Es wirft alle bisherigen Vermutungen zum Voynich-Manuskript über den Haufen. Papanatch kann genauso wenig der Autor gewesen sein wie Roger Bacon. Und sogar Edward Kelly hat somit ein stichfestes Alibi.
Er lebte 1,5 Jahrhunderte später. Keine der bisherigen Theorien ging von einem Entstehungsdatum im frühen 15. Jahrhundert aus. Das Voynich-Manuskript wurde um 1420 geschrieben. Mit dieser neuen Erkenntnis bekommt ein Detail im Manuskript eine neue Bedeutung. Auf den mehr als 200 Seiten voller fantastischer Motive existiert im Voynich-Manuskript nur eine einzige realistische Darstellung einer Stadt. Es ist eine Festungsanlage mit Türmen, Mauern und Zinnen. Die Festungsanlagen sind mit sogenannten Schwalbenschwanzzinnen dargestellt. In Verbindung mit dem Entstehungsdatum des Manuskripts bekommen diese Zinnen eine besondere Bedeutung. Später waren Schwalbenschwanzzinnen weit in Europa verbreitet, aber zu der Zeit, als das Voynich-Manuskript geschrieben wurde, existierten solche Zinnen nur im Norden Italiens. In der Renaissance zählte diese Region zu den wohlhabendsten und einflussreichsten in der Welt. Das ist der historische Hintergrund, vor dem das Voynich-Manuskript entstanden sein muss. Bisher fehlte bei allen Nachforschungen über das Voynich-Manuskript ein konkreter historischer Ansatzpunkt. Niemand wusste, in welcher Epoche und in welcher Gegend man mit der Suche anfangen sollte. Das ist jetzt anders. Es wird spannend zu sehen, welche Hinweise auf die mysteriöse Handschrift in den Archiven zwischen Mailand und Venedig auftauchen werden. Die Datierung bringt uns einen großen Schritt weiter. Jetzt haben wir eine neue Chance, das Manuskript einmal wirklich ganz zu verstehen. Im Moment bleibt das Voynich-Manuskript das, was es schon 600 Jahren war. Eins der großen, ungelösten Rätsel der Menschheit.